Einen wunderschönen guten Tag. Guten Und Tag. ich sollte vielleicht nicht mehr so hochreden. Ich glaube, das übersteuert in den Videos immer sehr, aber so bin ich nun mal. Steht leer vor meiner Tür? Ist das leer? Das ist leer. Hi Onkel Herbert, schöner Tag. Nicht? Ja, finde ich auch. Also wenn man so geweckt wird, dann das schön. Ja, ist ein schöner Tag. Ich habe dir ein Geschenk. Sie hat mir ein Geschenk mitgebracht. Oh. Diese Skulptur habe ich nur für dich gemacht. Oh, wie süß. Dankeschön. Aber was denn für eine? Ach, da, wo sie auch letztens am Basteln dran war. Dankeschön. Dankeschön. Ich nenne sie meine Gefühle für Onkel Herbert. Ich hoffe, sie gefällt. Ach, das ist ja süß. Okay, jetzt habe ich die Skulptur meine Gefühle für Onkel Herbert. Dann die stelle ich mir direkt ins Haus rein. Na, ja, mal jetzt, wo tue ich den hin? Wie cool. Boah, da musst du erst mal gucken, ich. Ich glaube, die tue ich auch ganz ekelhaft, wie ich bin, einfach neben mein Bett. Ja, so. Ach, guck mal an, das ist ja voll süß. Das ist ja wirklich süß. Ja, gucken wir an. So, jetzt fängt aber der Alltag wieder an. Jetzt muss ich wieder Kühe melken gehen. Toll. Das schaffe ich aber ab und zu in deinem Bett. Ja. Ach, hier, hast du dich wirklich diese Zuckerstöcke hier geholt? Okay. Man müsste sie ein bisschen verteilen. Das Ja, ach, mein Gott. Oh, doch schon wieder nur zwei Eier. Oh, die Enten sind keine zuverlässigen Partner hier auf jeden Fall. Dafür gibt es heute auch kein Futter. Nee, das kann ich nicht machen. geil, dann können wir das wenigstens hier ein bisschen festlich schmücken. Ja, auf jeden. So. So, dann mal eben rüber zur Ober. Müssen das Tor hier auf. Uncool. So, hallo Kuh. Hallo Kuh, hallo Kuh. Und hallo Kuh. Futter geben. Melken. Das ist ja nett. Habe ich denn noch einen Löwenzahn später für leer? Jo, habe ich noch genug. Da habe ich noch genug. Ach ja, da ist ja auch noch, dann noch eine Käsemaschine gebaut. Richtig. Und, trotzdem eine zu wenig. Wir brauchen mehr Maschinen auf unserem Hof. Mehr Maschinen. Na gut. Gut, das fängt ja erst um 5 Uhr an. Jetzt ist ja auch bald Weihnachten hier. Jetzt haben wir die ganzen Zuckerstöcke hier. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Obwohl ich weiß gar nicht, wird da Weihnachten gefeiert? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach, hier habe ich ja auch noch ein paar Bäume gepflanzt. Stimmt ja mal. Okay. Und die Höhle ist natürlich auch wieder voll mit Früchten. So. Brauchen wir noch irgendwas für ein. Gut, dann werde ich die jetzt alle verkaufen. Gut. Kleiner Nebenverdienst für nebenbei, ne? Lalalalalalalala. Ich habe eine Skulptur von ihr gekriegt. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich. Ach, ist das schön. Ach ja, das ist wirklich schön. Das ist tatsächlich wirklich schön. So, dann kann man ja auch nochmal das verfeinerte Quarz eben wegtun. Die Köder. Da gut, das war jetzt die falsche Kiste, aber. Ich bin gerade im Liebesrausch, das ist mir sowas von egal. Könnte man ja theoretisch. Na, jetzt muss ich wieder warten hier, bis das wieder alles fertig ist. Warum ist eigentlich hier die Tür auf von dem Kuhstall? Das ist ja auch. Im Winter ja eigentlich mal zumachen hier alles, oder? Ja. Ach,
Sie haben eine Heizung, ne? Ja. Unnötig Öl verballern. Ja. Scheinbar müssen wir es ja nicht zahlen. Ja, irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Ja, komm, dann warte ich eben ein bisschen mit den ganzen Sachen fertig. Ja, genau. Und dann gehe ich jetzt schon mal runter zum Strand. Und vorher noch ein bisschen angeln, bevor es wieder an die Festivitäten geht. Einen habe ich anscheinend noch nicht gefunden, den du vorne hattest. Den, Ja. von den, was denn? Irgendwas mit Hütchen oder so. Ach, Hut. der Hütchenhut, ja. Der war an dem Stand, da kann ich dir gleich sagen, wenn ich selber da unten bin, warte Ja, mal. genau. Ach, guck mal, da liegt ja noch eine Stechpalme rum, die nehmen wir auch mit, so. Na, der Hütchenhut. Auch noch nie gehört. Kennt ihr einen Hütchenhut? Schreibt's in die Kommentare. So, da sind wir doch am Strand hier. Ist denn hier schon was los eigentlich? Oh, die Lichter brennen aber schon. Ne, ist aber noch keiner da. Doch, die vermummte Gestalt ist da. Und der Kaffeetyp auch. Ja, holen wir erstmal einen Kaffee. Ist ja eh umsonst, ne? Boah. Ach, kann man erst um 17 Uhr. Na gut, na gut, na gut. Okay. Dann warten wir halt doch noch ein bisschen. Ich kann. Ach so, die vermummte Gestalt. Ne, jetzt will ich noch nicht nach Hause. Was? Oh, was ist denn da denn für ein Bild? Das sieht aber schon wesentlich schöner aus, ne? Aber ich kann. Na, ich stehe nicht so auf Bilder. Kann man da denn schon was kaufen? Ach, hätten wir Ne. doch alle Bilder gekauft, ey. Vielleicht ist das nur eine einmalige Gelegenheit gewesen. Ja, eigentlich Aber hätten wir sind die wir alle nochmal kaufen abholen. sollen. Eigentlich hätten wir die alle kaufen sollen, ja. Zu Heute ist auch Sonntag. wenig, zu spät. Es war gestern auch so schnell vorbei. Ich wollte einfach Das war wirklich, aber heute sind wir ja pünktlich da. Also ich bin ja, ich angel jetzt noch ein bisschen, so lange bis das anfängt und dann. Oh, ich habe noch ein Ereignis. Oh, du hast ja. Ja, dann wirst du wieder nicht pünktlich da sein. Ja, stimmt. Oh. Wo geht's denn hier noch hin? Ach, da war ich ja gestern gar nicht auf diesem Schiff da. Mit der Meerjungfrau drauf. Ja, genau. Ah, okay, ja, auch mal. Ach, ernst, jetzt kann man hier nicht angeln, nur weil dieser blöde. Doch, da kann man angeln, okay. Dann gehen wir da mal gleich zuerst drauf auf dieses Schiff da. Okay, der Nachtpark fängt an, dann gehen wir jetzt, dann angeln wir heute halt nicht. Oh, was kann man hier denn machen? Hä? Ach nee, komm. Das ist ja, okay. Kann man sich jetzt hier eine Meerjungfrau angucken, wie die sich da räkelt? Okay. Das ist ja, ja, das war jetzt einmal spannend. Das war jetzt einmal spannend. Da kann man jetzt mal wieder rausgehen, so. Was konnte man hier nochmal? Eine Höhlenkarotte. Aha. Ein Stör. Lebt am Gewässergrund. Ja gut, bevor das jetzt wieder. Oh, ein Kugelfisch auch noch. Tulpe, Knoblauch, Öl, Käferfleisch, Tintenfisch, Hauspflanze, Sammlervogelstrecher, Heiratsring, Rätsel. Ich glaube, ich hole mir den Heiratsring. Also das Jo. Rezept auf jeden Fall. Ja, das mache ich jetzt auch. So. Und dann gehe ich jetzt aber auch mal Tiefsee angeln. Das habe ich ja gestern gar nicht irgendwie mitgekriegt. Aber wo kann man denn nochmal den Hütchenhut kaufen? Wo war das denn? Ha. Ich glaube auch da, wo man. Ich glaube hier, bei der da. Hier könnte man, glaube ich, den Hütchenhut kaufen. So. Wenn ich mich Da jetzt ist ja noch nicht. ein anderer Laden gewesen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, nee, warte jetzt. Bevor ich angeln gehe, hole ich mir erstmal einen Kaffee. Ja. Aber irgendwie bringt der Kaffee nun wirklich nicht wirklich viel, aber naja. Hätte ich mir besser vorgestellt. Aber was soll man für umsonst auch erwarten, ne? Ja. So, dann gehen wir mal eben angeln.
Ah, tausend, du, tausend. Weißt du, wie viel Käse ich dafür herstellen muss für tausend? Oh. Ja, das ist auch nicht das Gesunde. Ja gut, ich habe auch früher abgebrochen. Also. Na gut, okay. Aber jetzt, wie läuft das denn überhaupt vonstatten jetzt hier? Wo kann ich denn gleich? Ach so, dann geht die Klappe wahrscheinlich auf und dann kann ich da angeln, wa? Ja. Okay. Oh, mal gucken. Oh ja, da geht die Klappe auf. Ich glaube, dann bin ich heute auch mal faul und lass mich einfach nach Hause bringen. Für 250, weil ist ja sowieso, ne? Ach, hier ist der Hütchenhut. Jetzt habe ich dich. Ich möchte einen Hütchenhut Den ersten haben. habe ich natürlich direkt verkackt. Ich kaufe einen Hütchenhut alleine einfach, weil es ein Hütchenhut ist. Ich weiß nicht, was ein Hütchenhut ist. Ich glaube, das weiß gerade keiner, was ein Hütchenhut ist. Aber Ja, ein Hut, der wie ein Hütchen aussieht. Ha! Ja. Oh, die sind aber auch gar nicht so leicht zu angeln, diese Tiefseefische da, wa? Verdammt. okay, alles klar, mein Hütchenhut. Ein Ja. Hütchenhut steht mir sehr gut. Der Gülle Günther hat einen Hütchenhut. Ach, ja, genau. Für Seetang bin ich jetzt hier runtergefahren, ne? Oh, der scheint aber machbar hier zu sein. Wenn ich mich jetzt nicht ganz blöd anstelle, dann habe ich gleich irgendwas Tiefseefischiges. Ha, oh, was haben wir denn da? Einen Gruselfisch. Ein Gruselfisch, okay. Das ist aber gruselig. Boah, die sind da wirklich echt. Also das Tiefseeangeln, das hätte ich mir eigentlich auch knicken können. Das ist ja echt hart. Und wieder Seetang, das ist ja wirklich, naja. Und noch mehr Seetang. Ja, da ist doch wieder einer am Geld ausgeben hier. Ja, ich habe mich nach Hause Achso, teleportiert. hab mich nach Hause katapultiert, ja, genau. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt aber auch tun. Was haben wir da? Ein was für ein Dingen? Ein mitternächtlicher Tintenfisch. Ach so, okay, na gut. Mitternächtlicher. Mhm. Achso, ein Ein Tintenfisch Mitternächtlicher. zu Mitternacht. Also, ich dachte, der heißt so. Ja, nee, nee, der heißt auch so. Der heißt so, ja. Was? Ah, wie Echt? komme ich denn hier aus dem U-Boot raus? Oder? Ah! Soll ich jetzt wieder nach oben bringen? Ja, bitte, guck mal auf den Tacho. Ja, ich habe einen mitternächtlichen Tintenfisch gefangen. Cool. Naja, ja. Man ja auch nicht alle Tage, ne? Meine Bude sieht so bescheuert aus. Ich muss dich auch später nochmal besuchen, komm, ich weiß gar nicht. Aber ich will irgendwo das Bild dran machen. Muss an einer Wand platziert werden, ja, das sind Wände. Ja. Hä, man muss langsam mal Platz für eins haben. Oh, das ist aber auch, das ist aber auch special, wenn man sich nach Hause bringen lässt. Oh, okay. So, dann gehen wir mal. Oh, hoffentlich schaffe ich das noch. Hoffentlich schaffe ich das noch. Oh, wo haben wir denn jetzt die Sachen hier? Stechpalme weg. Den blöden Seetang weg. Das weg. Und das schnell wegtun. Und dann aber ab ins Bett. Jetzt ist aber kurz vor knapp hier. So. Oh. Ach, jetzt kann ich natürlich noch viel besser schlafen mit der Skulptur daneben beim Bett. Das ist ja. Oh ja. Das ist ja schön, ist das so.
Oh, Sammeln Stufe 6, Axt, Effektivität. Okay. Wir Ja, können ist einen ja gut. Blitzableiter bauen. Ah Und ja. ein Teleport-Totem am Strand. Okay. Okay. Na gut. Na gut. Oh, diese Fische sind aber. Schade, dass man nicht immer Tiefsee fischen kann. Ne? Naja, gut. Wie viel haben die gebraucht? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, insgesamt waren nur zwei Stück irgendwie über 400 oder was haben wir, glaube ich, gemacht. Ja. Naja. Na gut, dafür haben wir 1000. Ja, dafür haben wir 1000 bezahlt, ja. Oh, ich habe Post im Briefkasten. So, was haben wir denn da? Onkel Herbert, entschuldige, dass ich schon wieder störe, aber ich brauche einen weiteren Gefallen. Ich habe einen neuen Hammer und würde ihn gerne an verschiedenen Metallen ausprobieren. Könntest du mir einen Eisenbarren schmelzen und vorbeibringen? Danke, Clint. Ja, das machen wir bestimmt die Tage mal. Oh, heute gibt's doch wieder ordentlich Mayonnaise, so wie das aussieht. Wenn ihr mir die Eier da geben würdet. Geh mal weg da. Ja, danke schön. Und noch ein Heu, zack, so. Hallo ihr Kühe, hallo ihr Kühe, hallo, 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 so. Gebt mir eure Milch. Okidoki, so. Erstmal Mayonnaise machen. Mayonnaise. Eins, zwei. Oh, okay. Sehr schön. Alle Maschinen sind am Laufen. Besser könnte es ja gar nicht laufen. Lustig. Ich bin so blöd wegen dem Bild. Okay, jetzt weiß es. Ja, ich habe ja das Ehering-Rezept. Aber wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Ich habe das doch gekauft, oder? Warum ist das? Müsste das nicht normalerweise im Inventar sein oder vertue ich mich da jetzt Nee, gerade? bei den Sachen, die du herstellen kannst. Bei den Sachen, die ich herstellen kann, ja. Was haben wir denn da? Holzzaun? Das hier, das? Das ist eine Fackel, Vogelscheuche? Bienenhaus, Fass, Zapfhahn, Kohlebrennofen, Einmachgefäß, oh, Recycling, ein Wurmeimer. Ach so, für Würmer, ja, logisch. Ein Webstuhl könnten wir eigentlich auch machen, aber, oh, haben wir Kiefernteer? Ich glaube nicht, ne? Nee, da sollten wir auch welche für herstellen. Ja. Ich habe das Rezept hier nicht ohne Flachs jetzt mal. Ich habe Müsste das eigentlich doch. ganz anders. Ich habe das doch gekauft. Oh, mal gucken, ja. Oder will Spiel mich wieder hier hops nehmen? Steinschild? Heiratsring. Ach so, oh, was brauchen wir denn dafür? Eine prismatische Schärfe. Wo soll ich die denn herkriegen? Wahrscheinlich aus der Mine, wa? Ja. Ja gut, naja, ach ja, Blitzerblätter, da brauchen wir da den für Fledermausflügel, okay. Sammelt Energie von Gewitterstürmen und kann sie in Batterien, ach ja, man kann sich hier auch Batterien kaufen, oder? Oder machen, besser gesagt. War so selten, wie das hier bei uns gewittert. Das wirklich mehr Wert hat? Naja. Jetzt gerade nicht. Kommt Naja. ja auch auf die Jahreszeit an, glaube ich.
Stimmt. Ach, dein Hut, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Sieht ja wirklich. Okay, das ist cool. Ja, oh Mann. Der Hütchenhut. Der Hütchenhut. Ja gut, warum nicht, wa? Ja. Ja. Naja. Ein paar Beeren gefunden, auch nicht verkehrt. Ja. Perfekt. Ah, ich muss mir heute auf jeden Fall die Froschstatue will ich ja dann doch schon haben. Ich glaube, die hole ich mir dann auch später mal. Ich hoffe, dass sie auch an allen Tagen die gleichen Sachen haben. Ach so, ist das auch anders? Oh mein Gott, okay. Also zumindest war es ja bei der. Bei dem Bildermacher da, Ein ja, Bild. stimmt. Und schon wieder am Geld ausgeben hier. Ich bin hier hart am Arbeiten, ne? Und dann. Ich habe Geld eingenommen. Ach so, oh, okay, dann habe ich nicht richtig hingeguckt. Ach komm. Nein. Ah, der will mich aber auch schon mehr ärgern hier. Ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. Oh, lass dich doch einfach fangen, Mann. Okay, das habe ich verschissen. Alles klar. Zack, hatten wir noch Eier? Eier? Milch? Eier? Haben wir dich? Haben wir dich? Okay, dann nicht. Ja, ist ja gleich auch schon wieder so weit. Wo ich glaube, ich torkel da schon mal runter. Gehe ich heute doch noch mal Tiefseefische. Irgendwie hat das nicht so toll geklappt. Aber wen haben wir denn da? Die Jody. Was hast du gesagt? Es ist schon 16:30 Uhr. Meine Güte, ja, ist schon 16:30 Uhr. Und da kommt doch gerade die Lea. Ach, jetzt kann ich hier keine Geschenke mehr geben. Okay. Aber mit ihr reden, ne? Ich habe heute Morgen einen Schneehasen gesehen. Die sind selten, oder? Ja. Die sind selten. Ach hier, genau. Wer war denn nochmal der alte Mann mit dem Rollstuhl? Ach genau, Georg. Alex ist mein Enkel. Habe ich dir das schon erzählt? Ja, das hast du mir, glaube ich, wirklich schon erzählt. Aber ist gut, du bist ja auch alt. So, erstmal einen Kaffee holen. Abend. Ach, na bitte. Dein Hütchenhut, dein Hütchenhut. Ach, diese Dekoration ändert sich mit jeder Saison. Das ist natürlich auch schon geil irgendwie, ne? Ja. Eigentlich muss man sich alles holen. Wir haben doch Geld. Eigentlich muss man sich wirklich alles holen, wa? Kann man Vielleicht hier bei dieser eigentlich? einen Länderin dann nicht, aber.
Ja, diese, naja, ich guck noch mal in dem anderen Laden hier. Ah ja, gut, das, okay, das Bild ist aber auch wirklich schön, was er da gerade zu Ja. verkaufen. Ja gut, jetzt so Radieschensalat und so ein Blödsinn muss man sicher nicht unbedingt kaufen, aber. Nee, eben den meisten Kram. Ja. Hauspflanze Oh, vielleicht. Sternfrucht ist. Warum ist die denn so teuer? Okay, die kann man einfach so kaufen, oder? Aber, Große Ziegenmilch, ja, Ja, ist aber keine Sternfallfrucht. Nee, das nicht, das nicht. Man könnte sich noch ein neues Angelzubehör natürlich, aber, Tulpe, eine Hauspflanze, ja, Bin ja eh fast nie zu Hause, ne? Ah, ich weiß nicht, ob ich mir da wirklich alles kaufen soll, was die da. Ich weiß es. Bin ja aber sehr, sehr unschlüssig hier. Ein Baumstammstück. Ach Mist! Der Steinfrosch ist weg. Jetzt gibt's nur noch eine Steineule. Dann hole ich mir jetzt schnell die Steineule. Steineule. Ach, hole ich mir auch den Hütchenhut? Nee, du hast ja schon den Hütchenhut. Brauche ich nicht kaufen. Ja, auch beide Hühnchenhut genommen. Hühnchenhut. Ach, Ah. Steinhut, ich. Diese Meerjungfrau da. Ja, das ist echt. Oder vielleicht den Kamin, wo? Den kriegt man vielleicht nicht alle Tage, ne? Ja, das stimmt. Das ist aber auch Ich. recht teuer. Ja, der ist wirklich teuer, Aber klar, verdammt. mach, wenn du ihn haben möchtest. Dafür haben wir schließlich Ah, gearbeitet. braucht man nicht Also. unbedingt, ne? Aber. Alles kochen zu können. Ah, komm, dann kaufen wir uns den Kamin hier so fertig. Na, ist auch der letzte Tag heute. Da muss man auch noch zuschlagen jetzt auf einmal. Stimmt. Ah, soll ich mir auch dieses dämliche Bild? Ach, wo Bilder, die sind. Ich stehe nicht so auf Bilder. Nicht so auf Bilder. Stehst du nicht so? Ich stehe nicht so auf Bilder. Nicht. Ach, vielleicht doch nochmal hier gucken. Was haben wir da? Ja, diese Stöcke haben wir ja schon genug. Die hast ja. Ja, oder diese saisonale Deko, die sich mit jeder Saison ändert. Ah. Könnte man sich natürlich. Die sich. Ach, das ändert sich ja alles, oder? Oha. Pflanzen, die kein Wasser benötigen, hört sich natürlich erstmal interessant an. Ich glaube, ich hole mir nur die Deko. So. Und dann werde ich mich auch mal eben nach Hause machen lassen, denke ich mal. Bei mir steht alles nur noch wild herum im Haus. Aber mal erstmal gucken, wie das mit dem Kamin jetzt hier so abgeht. Wenn wir erst den alten wahrscheinlich erstmal wegmachen, wa? Und wo stelle ich mir meine Deko hin? Kann man die hier draußen irgendwo hinstellen, oder? Hier vielleicht? Ja, die muss man wahrscheinlich immer aus irgendwo hinstellen. Okay. Dann hier in die Küchenecke, bitte. Ja. Ach, ein Schneemann. Ich habe einen Schneemann im Haus. Okay, das ist vernünftig. Gut, dass sich das echt so ändert einfach. Ah, Mann. Aber was mache ich jetzt mit dem Kamin? Oder muss ich jetzt hier den anderen. Muss ich jetzt Kamin neben Kamin machen oder was? Obwohl, ich könnte mir einen Kamin ins Schlafzimmer stellen, wenn das geht. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, jetzt habe ich auch noch einen Kamin im Schlafzimmer. Alles klar. Gut, das Den kann man wohl mal gemütlich. machen. Ja, doch. Vielleicht nicht so vorteilhaft im Schlafzimmer einen Kamin anzumachen, aber naja. Aber auf jeden Fall. So. Das war jetzt der zweite Tag, ne? Nö, oder? Nee? Das ist ehrlich gesagt. Nee, ja, oder? Nee, warte mal, Nee. einen Tag haben wir doch. Hast du Gehabt und doch. dann haben wir, dann war das Ja. der, heute war glaube ich der letzte Tag, den, ja doch, dann war Genau, das der vorhin zweite war der Tag, ne? zweite Tag. Ja, ich bin ein Idiot. Steinhut Ah, nicht. wir sind alle nicht ganz richtig im Kopf, aber. Oh, was hat denn da so viel Geld eingebracht? Käse und Mayonnaise, ja, okay. Hast du jetzt einen Kaffee gekauft, zwei Stück und die verkauft?
Die brauchte man ja nicht kaufen. Nicht, ey, das ist ja mal. Warum haben wir da denn nicht? Warum haben wir denn nicht den ganzen Tag Kaffee gekauft? Und Konnte jetzt man ja nicht, später. man konnte man nur Und einen Tag, ach, man einen konnte immer Tag. nur einen Tag ein. Ach so, gut, das wusste ich jetzt nicht. Na gut. Das wäre auch schon leicht cheaten gewesen, aber naja. 20.000 Kaffee. Ja, kann man mal machen. Ja gut, dann an der Stelle, ne? Das war jetzt der Nachtmarkt. War schön. Tiefseefischen ist schwierig, haben wir rausgefunden. Und irgendwas gebe ich euch heute wieder mit auf den Weg. Aber was esst? Winterwurzeln. Genau, Winterwurzel. Geisterfische. Und Geisterfische, auch ganz wichtig. Und wenn es Kaffee umsonst gibt, immer mitnehmen. Immer mitnehmen. Dann selbst weiterverkaufen. Und dann, ja, genau. Das ist die beste Geschäftsidee, die wir jemals hatten. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, haut da rein. Haut da rein.